Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sollen mehrere Familienangehörige des Hamas-Auslandschefs Ismail Haniyeh getötet worden sein. Das bestätigten die palästinensische Islamistengruppe Hamas und die Familie von Haniyeh. Demnach sollen 3 Söhne Haniyehs bei einem Angriff in der Nähe des Lagers Al-Shati in Gaza-Stadt ums Leben gekommen sein. 3 ihrer Töchter und ein Sohn sollen ebenfalls getötet worden sein. Die israelische Armee teilte mit, es seien 3 Mitglieder des militärischen Hamas-Arms bei Terroraktivitäten im Gazastreifen durch den Angriff eines Kampfjets ausgeschaltet worden. Auch das Militär bestätigte, dass es sich dabei um die Söhne Haniyehs gehandelt habe. Haniyeh ist Vorsitzender des Hamas-Politbüros, das als oberste Entscheidungsinstanz der Organisation gilt. Er lebt Medienberichten zufolge seit Jahren mit einem Teil seiner Familie in Katar. Der katarische Fernsehsender Al Jazeera zitierte ihn mit den Worten: „Ich danke Gott für diese Ehre, die er uns mit dem Märtyrertod meiner 3 Söhne und einiger Enkelkinder erwiesen hat." Der Angriff auf seine Söhne werde die Hamas nicht dazu bringen, ihre Position zu verändern, so Haniyeh.